Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Wochenbotschaft vom 4. bis zum 10. Mai 2024. Alle Karten wie immer in der Videobeschreibung. Mein Name ist Claudia Birgit, du bist hier bei Tarot und Zahlenmagie. Und jetzt, bevor ich loslege, gibt es nur noch eine Sache zu sagen, beziehungsweise na zwei. Das erste ist, ich erfreue mich wieder bester Gesundheit, nachdem ich letzte Woche ausgefallen war. Alles wieder gut. Ja, und das zweite ist, vielleicht hast du es schon mitbekommen, habe ich gestern in die Community geschrieben, hier bei YouTube, beziehungsweise in meinem Telegram-Kanal, dass ich ab sofort kostenlose Kurzanalysen verschenke. Das bedeutet, wenn du mich anschreibst und du sagst, ich hätte gerne eine Kurzanalyse, dann bekommst du die selbstverständlich, wie schon angekündigt, kostenlos. Das heißt, du kannst reinschnuppern, kannst die Welt der Numerologie ein bisschen kennenlernen. Wenn dich das interessiert, da schon ein bisschen was über dich zu erfahren und vielleicht auch eben nicht die Katze im Sack zu kaufen, bevor du eine lange Analyse buchst, sondern da erstmal zu schauen, ob das was für dich ist. Ja. Du kannst dieses Angebot auch gerne weitererzählen. Es ist definitiv 100% kostenlos und es ist dir dann freigestellt, natürlich, was du dann mit den Informationen machst, die ich dir da gebe. Ja, also so viel dann dazu. Und ich würde sagen, jetzt können wir loslegen. Wie immer möchte ich jetzt auch, oder wie die letzten Wochen zumindest, eine Überschrift für die Woche haben. Deswegen lege ich dieses Kartendeck nochmal beiseite. Und dann schauen wir noch mal, was hier in der Woche vom 4. bis 10. Mai für uns jetzt ansteht. Was ist die Überschrift für die Woche vom 4. bis zum 10. Mai? Da kommt eine rausgefallen. Uncover your softer self, beauty lies beneath. Okay, entdecke dein weiches Selbst. Die Schönheit liegt darunter. Das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Aussage. Wenn du jetzt momentan in dieser Zeit das Gefühl hast, dass du hart sein musst, dass du gucken musst, wie du klarkommst, dass du ja vielleicht deine Ellbogen manchmal ein bisschen ausfahren musst oder ja, du hast das Gefühl, dir treten die Leute zu nahe, deine Grenzen werden überschritten und so weiter und so fort, dann führt das oftmals zu Verhärtungen und nicht, dass man weicher wird, weil man ja das Gefühl hat, man müsste sich schützen. Es geht aber hier darum, tatsächlich diese Starrheit zu überwinden, um damit in die Freiheit zu kommen. Das heißt, die 4 und die 5, die 45, da haben wir einmal wirklich so die 4, die so quadratisch praktisch gut ist. Und dann haben wir die 5, die auch sagt, ja, Freiheit. Und die sagt aber auch, glaube an dich. Wir haben hier mit der 9, wenn wir das zusammenzählen, dann allerdings auch das Beenden von etwas. Also es geht darum, wirklich Dinge zu beenden, indem wir unsere Ängste überwinden, indem wir an uns glauben und dadurch eine innere Stärke gewinnen, die im Außen auch keinen Schutz mehr braucht. Also das heißt, was ich aussende, bekomme ich zurück. Wenn ich Sicherheit aussende, also die Selbstsicherheit, das Selbstwertgefühl, die Selbstliebe, das Selbstbewusstsein, wenn ich das in mir trage und mir dessen bewusst bin, dann überwinde ich natürlich die Begrenzungen, stehe ganz anders da und kann damit auch diese alten Sachen beenden. Das ist ganz, ganz interessant. Also es geht nicht darum, härter zu werden, sondern es geht darum, weicher zu werden, das Herz zu entdecken, diese alten Strukturen, diese alten Ängste zu überwinden, an sich selbst zu glauben und dadurch in die Freiheit zu gelangen. Das ist wirklich schön. Okay, dann legen wir das doch mal hier hin und gucken wir, was jetzt mit dem Tarot noch hier für Botschaften kommen für die nächste Woche. Ja, man kann natürlich auch oftmals, wenn man jetzt so in so bestimmten Situationen ist, kann man wirklich dazu neigen, härter zu werden, sich abzugrenzen, vielleicht noch ein bisschen sturer zu werden, weil man einfach nicht mehr sich zu helfen weiß. Aber das bedingt natürlich, dass wir letztendlich ein ganz anderes Ergebnis bekommen als das, was wir möchten. Weil letztendlich heilt die Liebe und die Liebe ist natürlich weich. Liebe ist ja nichts Hartes. So, nächste Woche, 4. bis 10. Mai, was haben wir hier für Botschaften? Schauen wir mal. So, die beiden schon mal. Das zwei tatsächlich. So, einmal noch mal ein bisschen weiter nach links hier rutschen. Dann hat noch eine Karte Platz, und zwar diese hier. Okay.
So, unterer Kartenrand gucke ich nach, wenn ich alle hier aufgedeckt habe. Wir haben hier einmal den Seeker. The Seeker, das ist der Suchende, das ist halt der Narr. Ganz spannend. Und ich habe oben das Zeichen für den Uranus und der Uranus ist ja auch der Systemsprenger. Gucken, was wir als nächstes bekommen. Da haben wir den Turm, apropos Systemsprengung. Der Turm, der unvermittelt plötzlich einem den Boden unter den Füßen weghauen kann. Dann haben wir hier die sechs Kelche. Die sechs Kelche ist der Blick in die Vergangenheit. Dann haben wir hier die zehn Kelche. Das ist natürlich richtig schön. Die zehn Kelche ist natürlich eine Karte, die wir gerne nehmen. Da ist es die totale Erfüllung, das Happy Family Life. Das ist wirklich ganz, ganz wunderschöne, schöne Energie. Da ist alles nämlich schick, rund und überhaupt. Und dann haben wir zum Schluss noch das Universum. Das ist durchaus alles sehr interessant. So, mal kurz ein bisschen gerade machen das Ganze. Okay. Ich fange vorne an. Also, wenn du dein wahres, dein weiches Selbst erkennen möchtest, entdecken möchtest, dann ist es durchaus möglich, dass hier eine Situation dafür sorgt, dass das Ganze wirklich weggesprengt wird. Wir haben hier mit dem Uranus, wir haben hier mit dem Turm, haben wir eben, wie gesagt, eine starke Sprengkraft. Da schlägt der Blitz ein, da haut es einen plötzlich und unvermittelt vielleicht wirklich den Boden oder den Füßen weg, dass man erstmal so ein bisschen in der Luft taumelt und nicht so richtig weiß. Auf jeden Fall habe ich hier den Eindruck, es geht darum, wirklich alte Gepäckstücke sozusagen, alte Energien, die wir mit uns rumgeschleppt haben, bisher auch wirklich wegzusprengen, dass die jetzt wirklich gehen dürfen, dass wir ein leichtes Gepäck weiterhin mit uns herumtragen auf unserem weiteren Lebensweg. Und das hat zu tun mit unserer Vergangenheit. Es ist durchaus möglich, dass du wirklich noch alte Energien aus deiner Vergangenheit mit dir rumträgst, aus der Kindheit, alte Muster, vielleicht auch Ahnenthemen, die hier eine Rolle spielen. Für den einen oder anderen kann es wirklich darum gehen, wirklich alte Kindheitsthemen, Traumata aufzulösen. Vielleicht taucht dann noch irgendetwas auf, wo du jetzt schon merkst, oh, da ist etwas, was noch nicht erledigt, noch nicht transformiert wurde. Da bin ich noch sauer, da kann ich nicht vergeben, da bin ich noch nicht im Reinen. Also wenn du merkst, da gibt es so bestimmte Themen, die schon ein bisschen älter sind, an die du vielleicht auch schon länger nicht mehr gedacht hast. Es kann sein, dass die jetzt wirklich nochmal hochkommen. Aber das Gute ist ja wiederum, diese Bereinigung, das ist wiederum auch das Thema, dass dann die Energie, dass das alles frei ist und dass das eine ganz, ganz schöne, ganz andere Schwingung nachher letztendlich ist, die dann auch dafür sorgt, dass hier wirklich 10 Kelche, mehr Kelche geht ja nicht, dass das wirklich eine richtig schöne Energie ist, ein schönes Miteinander. Und damit hat sich dann auch hier, the universe, damit hat sich dann auch ein Kreislauf geschlossen. Das heißt, hier wird in der nächsten Woche etwas Altes bereinigt. Es kann mit Schmackes kommen, es kann plötzlich kommen, es kann dich umboxen. Es kann aber auch sein, weil es muss nicht immer sein, dass der Turm, dass man dadurch schwindelig wird, aber es ist halt sehr grundlegend und es ist sehr intensiv und an dieser intensiven Energie kommt man eigentlich nicht vorbei. Nur es ist immer die Frage, wie gehe ich damit um? Und ist es vielleicht sogar wie so ein riesiger Befreiungsschlag, wo du sagst, ja, endlich, wuff. Und dann ist es halt eben auch so, dass du dann dich neu sortieren musst. Aber das ist ja nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil, wenn diese alten Geschichten weg sind und es vielleicht nochmal so richtig hochgekocht wurde, das ist ja auch möglich, dann ist es aber so, dass dann die Luft sozusagen durch dieses Gewitter gereinigt wurde und dann kann es auch wieder Frieden geben. Aber solange man, wie gesagt, diese alten Energien eben auch mit sich rumträgt, wirken die permanent auch im Unbewussten und das ist natürlich dann keine besonders schöne Situation, weil das können wir halt auch nicht deckeln. Wir können nicht so tun, als wenn das nicht da wäre. Also wir können schon, aber wir haben es immer in der Auswirkung in irgendeiner Form. Und sobald du merkst, wie gesagt, deswegen hier die sechs Kelche, der Blick in die Vergangenheit, also wenn du da wirklich noch ein Thema hast, wird es jetzt Zeit, dass das weggesprengt wird, regelrecht. Ja, es geht um einen Neuanfang. Es geht um, was ich ja auch immer sage,
die Staudämme, die wir uns in den Fluss des Lebens eingebaut haben, dass wir die halt transformieren und dann kann das auch wieder schön fließen. Das ist zum Beispiel auch gut sichtbar in der Numerologie. Wenn man in der Persönlichkeitsanalyse ist, kannst du auch anhand deines Körperbildes erkennen, wo hast du blockierte Energien. Ja, und die haben natürlich alle geistige Ursachen. Und wenn man die dann halt greifbar macht und sichtbar macht, durch die Numerologie zum Beispiel, durch so eine Analyse, dann kann man natürlich ganz genau sehen, aha, okay, Moment, hier hat der Frosch die Locken, da kann ich mal gucken, sollte ich vielleicht mal gucken, ah, und dieses Thema steht dahinter, okay, und wie kann ich da jetzt mit umgehen, dass ich das löse, weil die Lösung ist auch immer mit dabei. Also es geht nicht darum, einfach nur zu sagen, da hast du was, sondern es geht auch darum, wie man es löst natürlich. Und hier geht es groß gesehen tatsächlich darum, einen Kreislauf zu vollenden. Ich finde es auch wirklich spannend, dass wir hier mit dem Narren, die Null, und mit der letzten großen Arkana, die 21, hier das Universum haben. Es geht für mich hier um ein ganz, wirklich um ein etwas Altes, etwas richtig, richtig Altes. Ich muss da noch mal ein bisschen drauf rumdenken. Ich mach mal hier nochmal jetzt am unteren Kartenrand, schauen wir mal, was wir hier haben. Hier haben wir die zwei Kelche, auch super schön. Ja, die zwei Kelche, da haben wir mit dem Sternzeichen Krebs hier oben natürlich auch die Fürsorglichkeit. Hier haben wir auch das Thema der Familie unter Umständen. Also vielleicht gibt es im Rahmen deiner Familie tatsächlich noch etwas zu bereinigen. Ahnen-Themen, was ich schon sagte, können auch eine Möglichkeit sein, dass du irgendetwas von deinen Ahnen mit dir rumträgst, vielleicht sogar nicht mal eine Ahnung davon hast, aber du wunderst dich, warum bestimmte Themen in deinem Leben einfach, wo es da nicht vorangeht. Und hier haben wir mit den zwei Kelchen natürlich die Verbundenheit, die Seelenverbundenheit, den Seelenpartner. Wir haben ja auch die Venus, also es geht um Liebe, es geht um Verbundenheit, aber es ist immer die Frage, natürlich nicht jeder hat einen Partner, der hier zuschaut. Also es kann auch um die Verbundenheit mit dir selbst gehen oder die Verbundenheit mit den Ahnen. Und die könnten sich vielleicht diese Woche auch nochmal zeigen. Schau mal, wie schön das hier schimmert. Genau. Okay, also es hat für mich auch den Charakter von, ja, es hat hier ist zwar nicht die Todeskarte oder diese Transformationskarte der Tod oder die 10 Schwerter, wo es wirklich so geht, so boff, ich beende das jetzt. Nee, das hat hier einen sehr, sehr liebevollen Touch. Also es ist, auch wenn der Turm wirklich massiv ist, aber durch die vielen Kelchkarten und auch hier der Narr, der ja sehr unbeschwert ist im wahrsten Sinne des Wortes, habe ich eher den Eindruck, es geht darum, dass du in dir schaust in dieser Woche, dass du wirklich uncover your softer self halt, ne, so dass du die Schönheit in dir selbst erkennst, deine Ängste, deine Begrenzungen, die du mit herumgetragen hast, vielleicht im Bereich der Ahnen, die damit einhergehen, ja, dass du die erkennst und für dich löst. Vielleicht ist ja auch das Thema Familienaufstellung für dich etwas. Oder du weißt, du hast schlicht und ergreifend echt noch ein, ich sag jetzt mal so ein Hühnchen mit irgendjemand deiner Verwandten, lebenden Verwandten zu rupfen. Und es geht darum, das jetzt wirklich zu klären und das ein für alle Mal wirklich da Tabula Rasa zu machen und diesen Kreislauf sich auch wirklich vollenden zu lassen. Ja, dann sind wir nämlich auch befreit davon, dann haben wir damit nichts mehr zu tun, dann ist alles schicki und dann können wir, wie gesagt, dann haben wir diesen einen Staudamm auf jeden Fall schon mal befreit und gelöst und transformiert. Das ist super, super schön. Okay, jetzt möchte ich mal gucken, was haben wir denn hier im Unbewussten, was aber dennoch wirkt. Was haben wir hier im Unbewussten, was aber dennoch wirkt für die nächste Woche? Mal gucken, was wir hier für spannende Geschichten haben, was uns vielleicht, das ist vor allen Dingen immer so dieses, ja, es ist mir nicht bewusst und da kann man auch nicht unbedingt was damit anfangen. Aber vielleicht klingelt ja gleich was bei dem einen oder anderen hier. 4. bis 10. Was ist unbewusst, wirkt aber dennoch. Wir haben den König der Münzen. Das ist natürlich schon mal eine sehr schöne Karte. Als zweites haben wir, ach guck mal an, die 3 Schwerter und eine dritte möchte ich noch, dann haben wir erneut den Turm. Hier natürlich an einer etwas dramatischeren Variante dargestellt. Was wirkt? Also es wirkt auf jeden Fall mit dem König der Münzen dieses Gefühl von Angekommensein, Lebenswerk betrachten, jemand, der sich etwas erschaffen hat, der geerdet ist. Das ist eine Karte in diesem Zusammenhang hier. Wie fühlt sich das an für mich? Wie
das ist der Halt. Das ist dein innerer Halt. Das ist dein, auch das, was du dir in deinem Leben schon erschaffen hast. Aber es ist auf jeden Fall so eine Grundenergie von, ja, angekommen sein, Sicherheit, Wohlfühlen. Also auf jeden Fall sehr, sehr positive Energie, auch wenn man ihn hier sich anschaut. Er lächelt und er ist ganz zufrieden. Er hat ganz viel altes Wissen. Hier sind die Bücher im Hintergrund und fühlt sich damit sehr wohl. Also auch eine Weisheit ist damit, ist da eine Wirkkraft, die jetzt hier auch für die Woche noch zutage kommt. Deine innere Weisheit. Und das ist natürlich auch eine wirklich schöne Energie. Ja, was wirkt auch? Es sind alte Schmerzen. Mit den drei Schwertern haben wir ganz klar alte Schmerzen. Und welchen Bereich das bei dir betrifft, das weißt du natürlich am besten am selbst, am besten. Ach, schöne Wortstörung. Und ja, und dementsprechend finde ich aber auch ganz interessant, wenn man sich die beiden Karten nämlich mal nebeneinander anschaut. Er schaut so lächelnd. Also er lacht sie nicht aus, das nicht. Aber es hat so ein bisschen was von, wenn du wüsstest. Ja, und dann muss man durch diese Dinge manchmal einfach noch durchgehen. Es kann sein, dass da wirklich etwas hochkommt, wo du nochmal das richtig spürst, die Schmerzen spürst, die Traurigkeit spürst vielleicht, das Abgelehntsein spürst, das sich ungeliebt fühlen spürst. Das sind alles so diese Dinge, die nochmal hochkommen können. Aber, ja, was soll ich sagen? Nochmal der Turm. Also es scheint eine sehr intensive, umfassende Veränderung zu sein, die hier ansteht, die auch nicht einfach mal so mitläuft im Laufe der Woche, sondern die wirklich sehr zentral und sehr massiv ist. Also wenn wir hier zweimal den Turm haben, ist das schon, würde ich sagen, etwas, wo wir nicht drum herum kommen und wo wir uns dem auf jeden Fall unbedingt stellen müssen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht weglaufen, nicht wegschauen. Und ich glaube auch nicht, dass wir die Chance dazu haben. Also es ist besser dann ganz aktiv die Themen anzugehen und zu sagen, okay, ich schaue mir das jetzt mal ganz genau an. Ich schaue mir das mal an, was da in mir noch so am so ein Schmerz ist und so etwas Altes nicht erlöst ist, was ich vielleicht eigentlich schon immer noch weiß, aber wollte ich mir nicht so genau angucken und so weiter. Aber dieses, ja, letzten Endes ist das eine Energie, die immer noch wirkt, wenn wir sie nicht erlösen. Und das heißt, wir sind immer Gefangener unserer eigenen Energien, die wir uns erschaffen haben, diese eigenen Dämonen, die wir uns erschaffen haben, diese alten Abhängigkeiten, diese alten toxischen Gedanken, diese alten toxischen Glaubenssätze und so weiter und so fort. Es wird Zeit, es wegzusprengen. Einfach hinzuschauen, aufzuhören, nicht mehr da, aufzuhören, wegzuschauen tatsächlich, sondern ganz aktiv zu sagen, okay, ich habe jetzt Mut und ich gehe das jetzt an. In der 16, in der 6 steckt auch der Mut. Die 6 ist die Zahl des Mutes. Ja, und du hast eine Idee und du hast den Mut. Das ist das, das ist eigentlich das, was da am besten ist, dass man das verbindet halt. Ne? Du hast die Idee und den Mut, es umzusetzen. Du steckst nicht im Kopf fest, sondern setzt es um. Und manchmal braucht es halt einfach 30 Sekunden lang Mut und dann sieht die Welt ganz anders aus. Ja, und nichts ist von Dauer, alles ist Veränderung und ja, wir wollen alle glücklich sein, wir wollen alle ein schönes Leben haben, das geht aber nicht, wenn wir vor unseren eigenen Schatten halt die Augen verschließen. Also es geht wirklich darum, mutig zu sein und es anzugehen und wenn ich mir diese Energie hier anschaue, ist hier zwar noch kräftig was am Werk, aber mit dem König der Münzen hast du auch so eine innere Stabilität, eine Sicherheit, das ist dieses Ding von, es kann mir nichts passieren. Und wenn du darauf vertraust und wenn du dich darauf besinnst und dich darauf beziehst, immer wieder, wenn du merkst, da kommen Unsicherheiten, ich bin immer geschützt, ich bin immer geführt, ich bin immer geliebt. Es ist niemals so, dass das Universum irgendein Interesse daran hätte, dich leiden zu sehen. Das bist du immer selber, der oder die das halt initiiert, weil es deine Entscheidung ist, wie du mit den Dingen umgehst. Und jedes Leid ist natürlich auch immer ein ganz toller Hinweis dafür, wie gesagt, hinzuschauen, um es zu erlösen. Und zwar jedes einzelne kleines bisschen Leid. Also wir merken es, wenn wir uns halt auch da nicht wohlfühlen, wenn wir uns, wenn wir irgendwie merken, fühlen uns in die Ecke gedrängt oder wir werden plötzlich sauer in einer bestimmten Situation. Das sind alles solche Themen, wo wir noch hinschauen dürfen. Okay.
So, dann schauen wir noch mal, was haben wir noch mal für einen Impuls hier vom Mondorakel? Was kriegen wir hier noch für eine Botschaft? Die? Okay, gerade, oh wie schön, Vollmond im Löwen, gerade außer dich. Ja, vielleicht gehörst du zu den Menschen, die sich nicht bis so richtig trauen bisher, mal aus sich rauszukommen und mal auf den Tisch zu hauen und mal sagen, hey, das will ich so nicht mehr und ich gehe jetzt einen anderen Weg und mal wirklich ja richtig, ja, auch mal laut brüllen, dir mal Luft verschaffen. Vielleicht solltest du mal in den Wald gehen und da mal deinen Frust rausbrüllen, das ist auch eine Möglichkeit. Oder eben auch einfach außer dich zu geraten im Sinne von Dinge mal anders zu machen, aus der Komfortzone rauszukommen und mal wirklich dieses Standing zu haben, zu dir zu stehen und den Weg eben auch zu gehen. Ich bin ganz sicher, es machen ganz viele schon. Aber es gibt auch echt unsere Pferdefüße, wo wir uns noch nicht so trauen und da kannst du noch so viel Selbstbewusstsein haben. Da hakt es dann ein bisschen und so weiter. Und vielleicht gibt es hier halt auch, ja, Löwe ist übrigens astrologisch natürlich, fünftes Haus. Vielleicht hat ja bei dir gerade diese Jupiter-Uranus-Konjunktion in Haus 5 stattgefunden und dann merkst du, buff, du möchtest dich ausdehnen und du möchtest größer werden, du möchtest sichtbar werden. Du möchtest Lebensfreude, du möchtest wirklich da ganz was anderes starten und ja, und dafür musst du vielleicht außer dich oder außer dir geraten. Wie sagt man denn, außer dich geraten? Ja, gerade außer dich steht hier ja sowieso außerdem. Also ja, spannend. Ich habe gerade, ja, ich möchte hier noch eine Karte vorziehen. Das ist interessant. Also wenn wir nochmal eine Karte dazu ziehen. Was haben wir noch für die nächste Woche? Vom 4. bis zum 10. Mai. Aha, die guckt hier so raus. Wen haben wir denn hier? Abnehmender Halbmond in der Jungfrau. Widme dich den Details. Ah, okay. Also, vielleicht ist es einfach auch wichtig, mal genauer hinzuschauen. Vielleicht sind die Dinge gar nicht so dramatisch. Vielleicht fehlt dir ein bisschen Mitgefühl für jemand anders, auf den du sauer bist, das mal aus seiner Sicht heraus zu betrachten, mal die Perspektive zu wechseln. Mitgefühl, dass das fehlt, hier auch für das Wochenmotto, dass du das, deinen weichen Kern sozusagen entdeckst. Und mal, wie gesagt, genau hinschaust und vielleicht entdeckst du beim genauen Hinschauen halt auch noch ein paar neue Dinge, die dir vielleicht noch nicht so bewusst waren. Vielleicht fragst du mal nach, stellst ein paar Fragen, dann klären sich auch viele Dinge schon. Und gerade wenn wir manchmal nicht fragen, wenn wir einfach beleidigt sind oder sonst was und die Dinge halt, wie gesagt, was ich auch schon sagte, nicht anschauen wollen, werden wir nicht schlauer. Das ist das Erste und lösen tun wir damit auch nichts. Also manchmal ist es wirklich gut, außer sich zu geraten, wirklich in die Offensive zu gehen, den anderen vielleicht zur Rede zu stellen oder eben auch einfach mal Grenzen zu setzen. Kann hier ein Thema sein. Aber ja, die Details sich zu widmen, ist auch ein guter Tipp, auf jeden Fall. Ja, vielleicht weißt du, was da mit gemeint ist. So, jetzt möchte ich gerne, was möchte ich denn jetzt gerne? Jetzt möchte ich gerne hier ein Krafttier haben, ein Krafttier noch ziehen für uns für die nächste Woche. 4. bis 10. Upsala. Der Seehund. Na, guck mal. Hier ist er. Der Seehund, die Vorstellungskraft. Ja, wunderbar. Versenke dich in deine künstlerischen, kreativen Ausdrucksmöglichkeiten. Das ist spannend, weil Löwe ist ja auch ein kreatives Zeichen. Und wir haben mit den Details und dieser Vorstellungskraftkarte auch eine gute Verbindung, dass wir, wenn wir uns etwas vorstellen, was wir gerne hätten für unser Leben, wenn wir sagen, okay, was ist denn mein Traumleben? Was ist denn das, wo ich weitergehen möchte? Mal unabhängig davon wirklich zu sagen, okay, wenn ich keine Angst vor Fehlern hätte, was würde ich dann wählen? Und dann geh in die Details. Wenn du dir deine Vorstellung machst und du die Idee hast für etwas ganz Bestimmtes und ich sage dann immer, geh in die Kreativwerkstatt Gottes und da
stellst du dir alles Mögliche vor. Wie soll dein Sofa aussehen? Beispiel, wie soll dein Sofa aussehen? Wie soll dein Teppich aussehen, dein Parkett aussehen oder was immer du haben möchtest? Welchen Ausblick möchtest du haben von deinem Haus? Möchtest du von zu Hause aus arbeiten? Wie sieht dein Arbeitsraum aus? Welchen Ausblick hast du daraus? Wie viele Fenster hast du da drin? Welche Farben sollen vorwiegend dabei sein? Und was sollte in der Nähe sein? Wie ist die Infrastruktur und überhaupt, wie das ganze Umfeld ist? Vielleicht, wie ist die Temperatur dort, wo du bist? Und so weiter und so fort. Wenn es sich um einen Job handelt oder so, dann stell dir deine tollen Kollegen schon vor oder dein Projekt, was gelungen ist und so weiter. Und verlier dich ruhig in Details. Je genauer du es sehen kannst, desto eher ist es so, dass das auch genauso passiert, wie sich das für dich auch stimmig anfühlt, weil du das schon von deinem geistigen Auge sehen kannst. Und das ist die erfüllte Erfüllung, wenn man sich da schon reinbegibt. Und versenke dich in deine künstlerischen, kreativen Ausdrucksmöglichkeiten. Das ist eine wunderschöne Beschäftigung, würde ich mal sagen. Okay, dann möchte ich jetzt ganz gerne mal etwas haben, was unsere Intuition hier stärkt. Schau mal, was stärkt denn hier unsere Intuition für die nächste Woche? Das ist hier ein Hinweis, zwei Karten, die nehme ich, und zwar: Dein Herz ist wie ein großer Garten. Gieße ihn jeden Tag und er wird Früchte tragen. Eine Frucht ist die innere Stimme. Sie weiß ganz genau, welche Nahrung dein Inneres braucht, um neu zu erblühen. Was außer Menschlichkeit, Respekt, Güte, Beharrlichkeit und Lebensfreude da noch dazu gehört, wird dir deine Herzensstimme flüstern. Höre einfach mal rein. Das ist super, super schön. Genau, immer schön nach innen gehen, horchen, was ist jetzt dran und wie sieht's da so aus? Ich bewässer meinen inneren Garten, ne? Hier uncover your softer self, wunderschön. Und dann kommen eben Beauty lies beneath, die Schönheit liegt da drunter. Das heißt, dann kommen auch die schönen inneren Blumen, die sich dann da ausbilden. So, was haben wir noch? Der Herzschlag war bereits da, bevor Gedanken dich ereilten. Was denkst du, welcher Etage du trauen solltest? Die Intuition wohnt weiter unten, denn sie ist das Vorzimmer zur Erfüllung. Wundervoll. Genauso sieht das aus. Kopfbereich ganz leise stellen und Herzbereich ganz laut stellen. Und dann schön lauschen auf das, was da kommt, die Intuition, die Hinweise, all das Gute, was da für dich gedacht ist, kommt ja durch die innere Führung. Und wenn du den Kopf dann halt mal ausschaltest, dann wirst du auch merken, das lohnt sich, auf die innere Stimme definitiv zu hören. Auf jeden Fall. So, jetzt möchte ich noch mal gucken, was sagen denn die Engel- und Ahnen-Orakelkarten für die nächste Woche. Ich hatte irgendwie so die Idee, aber ja, auch Ahnen hatten wir hier auch so ein bisschen mit am Start. Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, irgendwie spielt das noch eine Rolle für die nächste Woche. Gucken wir mal. So alte, gut abgehangene Energien, ne? Die wir so mit im Gepäck haben. So, nächste Woche, 4. bis 10. Was haben hier wir noch für eine Botschaft, bitte? Aha. Den Feuerhüter. Okay. Entfache deine Leidenschaften. Hervorragend, da sind wir nämlich auch unter anderem beim Vollmond im Löwen bei der Karte hier. Gerate außer dich. Entfache deine Leidenschaften. Da gucke ich doch mal, was hier im Büchlein dazu steht. Der Feuerhüter. So, der Feuerhüter. Das ist hier immer ein bisschen dumm. Muss man immer ein bisschen suchen. Da ist er. Okay. Der Feuerhüter. Die Botschaft. Verbinde dich mit deinen Begierden. Diese Funken könnten zu etwas Schönem führen. Begierden. Begierden ist natürlich etwas, was wir auch gerne haben wollen. Aber unterscheide bitte. Ist das eine Begierde rein aus dem Ego heraus? Weil das Wort Gier ja auch da drin steckt. Oder ist es wirklich der Antrieb, das, was aus dem Herzen kommt und dieses Innere, diese innere Sicherheit, Begierden? Ja, ich muss mal gucken, was hier weiter steht.
die erweiterte Botschaft. Du wirst von deinen Engeln so geführt, dass du dich jetzt mit der machtvollen Energie der Begierde verbindest. Solltest du dir unlängst vorgenommen haben, deine sexuelle Seite zu erforschen oder sexuell offener zu werden, so kann das Feuer des Begehrens alle vergangenen Rückschläge, die dich davon abhalten, diese Seite deiner Natur zum Ausdruck zu bringen, verbrennen. Wenn du in einer Beziehung bist, dann kann diese Karte eine starke spirituelle und sexuelle Verbindung anzeigen. Okay, jetzt lese ich dir nochmal über die Figur. Der Feuerhüter steht für die Feuerengel. Feuer ist eine Energie, vor der viele Angst haben, das sollten sie aber nicht. Brennendes Verlangen kann zu einer starken Ausdehnung führen. Lass zu, dass der Hüter des Feuers dir hilft, die wildere Seite in dir zu erwecken und alle Angst und Scham zu verbrennen, die zwischen dir und deinem Begehren steht. Wenn diese Karte erscheint, wirst du daran erinnert, dass Leidenschaft mächtig ist und von der geistigen Welt ganz und gar gut geheißen wird. Aha, jetzt habe ich es verstanden. Okay, ja, natürlich ist auch die sexuelle Kraft definitiv eine sehr schöpferische Kraft, weil wir dürfen nicht vergessen, dadurch entstehen Kinder. Ne? Und das ist, wenn da letztendlich, wir haben auch mit dem Vollmond im Löwen, da haben wir im Prinzip auch die Leidenschaft natürlich. Und möglicherweise wird tatsächlich das sexuelle Thema bei dir jetzt in der Woche dehnt sich aus, wird sichtbarer. Möglicherweise wird aber auch etwas halt in der Richtung geheilt. Das kann auch sein, wenn du diese Kraft bisher nicht gelebt hast, aber jetzt bereit bist, diese anzunehmen, kann sie sich natürlich dann auch erst richtig ausdehnen, weil sie nicht mehr gedeckelt wird und sie kann unfassbar schöpferisch sein. Also sollte da bei dir etwas sich nächste Woche zeigen, und du die Möglichkeit hast, dann lebe es. Es geht ja auch letztendlich immer um das innere Feuer. Es geht um das Feuer, was uns antreibt. Das ist natürlich auch die Widder-Energie, das Widder-Löwe-Schütze-Energie. Ne? Dann haben wir den Widder, also den Löwen. Hier scheint wirklich etwas aufzubrechen in der Woche. Es hat ein Kreislauf sich vollendet. Ein altes Thema wird bereinigt. Das innere Feuer wird entfacht. Und vielleicht hast du bisher tatsächlich eine Deckelung auch in deiner Schöpferkraft erfahren und kannst das jetzt in dieser Woche aufbrechen, indem du außer dich gerätst, mal aber genau auch die Details anschaust, heißt für mich auch immer so ein bisschen letztlich die Perspektive wechselst. Und es geht natürlich immer über das Innen. Sehr, sehr spannend. Okay, so, und dann gibt es jetzt noch zum Abschluss eine Karte, eine Affirmationskarte. Und dann gucken wir mal, was das für eine interessante Woche wird hier. Du meine Güte. Sehr leidenschaftlich und sehr feurig. Lichtfamilie. Ich bin ein Teil meiner Familie des Lichts. Das heißt, es ist sehr schön, da haben wir wirklich das Geistige und dann haben wir dieses innere Feuer, was dann auch uns natürlich auch in die Körperlichkeit bringt. Und es geht ja auch darum, dass wir diese Dinge zusammenbringen. Wenn ich mit dem Turm die 16 habe, dann habe ich ja vorhin schon erzählt, wir haben das Geistige und das Körperliche. Es geht aber auch wirklich immer darum, ein sowohl als auch. Es geht nicht darum, in der einen Ecke hängen zu bleiben oder aus der anderen nicht rauszukommen, sondern es geht wirklich darum, es zu verbinden, dass wir die Schöpfung durch uns durchfließen lassen, dass wir die Ideen, die wir haben, die ja auch von irgendwoher kommen, die sind ja nicht ohne Grund einfach bei uns gekommen. Der eine hat die Idee, der andere hat die Idee. Ja, weil es geht um Vielfalt, es geht um Erfahrung und es geht darum, dass die Schöpfung sich durch uns ausdrückt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das sowohl als auch, dass wir alles miteinander verbinden, um eben die Schöpfung durch uns in die Materie zu bringen. Ja, und zu erkennen, ich bin ein Teil meiner Familie des Lichts und ich darf meine Leidenschaften entfachen. Also ich muss nicht einfach nur immer sehr spirituell sein, sondern ich darf auch körperlich werden und am besten natürlich nicht rein aus dieser Triebhaftigkeit, sondern natürlich mit dem entsprechenden Spirit dahinter. Das auf jeden Fall. Ja, wow, das kann ja eine interessante Woche werden. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall eine richtig schöne, transformierende Woche. Ein Genießen, dass sich ein Kreislauf vollendet hat. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das ist nicht nur anstrengend, es ist auch zu genießen. Und ich danke dir auf jeden Fall von Herzen fürs Zuschauen. Wie gesagt, hol dir auch gerne deine kostenlose Kurzanalyse ab. Und
auch gerne eine lange, selbstverständlich. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und Gute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich. Und ja, und nicht vergessen, liken, kommentieren, Kanal abonnieren. Der Algorithmus, der ist gerade wieder echt komisch. Okay, also bis dahin und tschüss. Namaste.